Moin moin und herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauer, Freunde und Abonnenten meines Kanals. Es geht weiter mit der Let's Play The Last Story. Ja, in der letzten Folge, die etwas länger ging als sonst üblich für mein The Last Story Let's Play, haben wir uns von der lieben Lisa verabschieden müssen, nachdem sie einen wunderschönen restlichen Abend bzw. eine restliche Nacht, wie hieß der Ort nach Sternen? Irgendwas. Ich bin ja super im Ortenamen merken und allgemeinen Namen merken. Haben sie sich ja super schön Sternschnuppenschauer angesehen. Aber leider ist sie am Schluss wieder nach Hause gegangen. So sagt sie jedenfalls. Gut. Dann gehen wir jetzt mal aufs Zimmer. Ich denke mal, da sollen wir auch hin. We didn't come here to play around. Don't dilly-dally too long. Oh Mensch, Jiro, du bist ja auch immer wieder richtig. We didn't come here to play around. Ja, ich habe Yuri gesagt, Yurik heißt er. Aber ist ja auch richtig gewesen. Our next job should be confirmed tonight. We'll talk about it tomorrow. It's getting pretty late. You should sleep. Machen wir einfach. Ich meine, wir könnten bestimmt nochmals mit Siren und so schnacken, aber wir gehen jetzt schlafen. Oh, ich hätte mal früher die A-Taste drücken sollen. Wir hätten dann auch bestimmt länger sitzen können. All right, we've got our new orders. What is it this time? I'm sick of fighting those lizard things. We're doing guard duty at Lazarus Castle. A bit more appealing, eh? Not bad. The Count's throwing a ball. He's invited all the cities rich and powerful, and they don't have the manpower to cover it. I bet there'll be some classy drinks on offer. We're heading off as soon as you're all ready. Got that? So, dann schnacken wir da nochmal. A ball? That takes me back a bit. I haven't been part of that world for years, mind. But I still remember. I wonder if the castle has a library. I do love visiting libraries. But I suspect I wouldn't be allowed. A ball, eh? Sounds fun. No one will mind if I take a few little hors d'oeuvres, right? Das kann ich dir jetzt so nicht sagen. Guard duty? Sounds boring. Hopefully I can just stand outside on my own. Hey, hör mal zu, ich habe eine revolutionäre neue Farbe entwickelt. Sie wirkt Wunder beim anderen Geschlecht. Naja, das würden sie zumindest, aber mir fehlen noch Zutaten. Besorge sie. Auf dem Zentralplatz gibt es eine sehr seltene... Was? Sie flechten ihre Federn zu sogenannten Engelshaaren, um Nester zu bauen. Ich brauche vier dieser Engelshaare, um meine Farbe herzustellen. Die Vögel nähern sich aber nur Menschen mit reinem Herzen. Ich bin ihnen anscheinend nicht rein genug, ist das zu glauben? Kann ich jetzt rausgehen? Tatsächlich. Ja, aber ob sie sich mir nähern? Scherzbanane. Ach, hier kann ich mit Scherzbananen schießen. Na, das ist doch supi. Das zeigt ja auch immer hin, wo was ist. Da. Ah, ein Blaufink. Das ist also ein Engelshaar. Hier müssen noch mehr Blaufinken sein. Wahrscheinlich zeigt er mir das an, wenn ich in der Nähe bin. Marie, wo bist du? Marie! Ah!
Komme ich irgendwie da oben rauf? Wahrscheinlich nicht, ne? Und noch einer. Das war Nummer zwei. Fehlen mir nur noch zwei weitere. Noch einer. Und nur noch eins. Wir gehen einmal hier raus. Und wieder rein. Und da ist auch der letzte. Sehr schön. Oh. Er ist weggeflogen, aber anscheinend kann ich ihm hinterherlaufen. Kann ich eigentlich irgendwie mit ihm reden hier? Entschuldigung. Vielleicht ist da auch auf der Rückseite irgendwie eine Leiter da hoch. Könnte ich mir jetzt zum Beispiel vorstellen. Ja. Hey, was ist denn los? Hast du eine weiße Katze mit blauem Halsband gesehen? Ich vermisse sie. Sie muss hungrig sein. Hilfst du mir bei der Suche? Ich habe keine Ahnung, wo sie sein könnte. Vielleicht kann die Wahrsagerin auf dem Zentralplatz uns helfen. Ich bleibe noch etwas hier und halte Ausschau. Kannst du bitte die Wahrsagerin um Hilfe bitten? Das mache ich sofort, nachdem ich runtergefallen bin. Nee, nachdem ich das nächste Engelshaar geholt habe. Lalalalalalala. Haben wir eigentlich jetzt 7000. Da ist er ja. Oh, da sitzt er auch gleich mal auf dem Kopf. So, jetzt müssen wir wieder zur Wahrsagerin. Die Aufgabe hätten wir ja erfüllt. Mal, wo die Katze sein kann. Du brauchst nicht zu sagen, ich sehe, du suchst etwas. Du suchst eine Katze. Ich sehe sie. Ich kann sie sehen. Folg der Katze auf dem Brunnenplatz und du wirst fündig werden. Es liegt jedoch ein schmaler und anstrengender Pfad vor dir. Zay freut sich schon wieder total. Brunnenplatz. Gut, wo war der noch? Hier vorne war der, glaube ich, nicht, ne? Ich kann mich nicht mehr erinnern, ob da ein Brunnen war. Nee, das war der definitiv nicht. Doch. Oder was stand da gerade? Stand da Brunnenplatz? Ich gehe da nochmal hin. Schlossplatz. Nein, das ist er nicht. Aber es ist auch schön, dass ich das nach Ewigkeit mal gecheckt habe, dass mir eine kleine blaue Nadel da immer hin zeigt, wo die Sachen sind, die ich suche mit dem Steuerkreuz, mit dem Fadenkreuz. Brunnenplatz. Da ist sie.
Bleib stehen, kleine Mietz-Mietz. Oh. Ja, mit enger Fahrt stimmt. Muss ja auch unbedingt hier hinten längs gehen, ne, kleines Kätzchen. Na komm. Wo ist die weiße Katze? Hey there. Wanna play a game with me? Nein, keine Zeit. Bin auf wichtiger Katzenmission. Sie waren einem Fass gefangen. Hier ist sie. Marie, ich bin so froh, dass es dir gut geht. Vielen Dank. Hier, bitte, nimm das hier. Schöpfkelle. Oh, das habe ich jetzt weggedrückt. Das tut mir leid. Juhu, wir haben eine Schöpfkelle. So. Standhaftes Pfeilschaden plus 0,2. So, dann geben wir das nochmal ab. Hier vorne war doch auch der Schmied, ne? Horace-Laden. Willkommen. Waffenschmieden. Ne, erstmal Rüstung. Kommt, ob wir da schon irgendwas machen können. Gnomenkupfer, weil wir haben ja einiges bekommen. Oh, das verstärkt die schon, ne? Hier, die von Sail. Was ist denn Sails Bild? Ich denke mal das hier, ne? Ja, das müsste Sales sein. Schwere Rüstung, einmal aufrüsten. Und den Beinschutz bitte auch. Da. Ach nice, das verändert sich sogar. Das finde ich cool. Ich will eigentlich mal gucken, ob ich ihm nicht auch mal die Heldenrüstung ausrüsten kann. Hier, Siren kann jetzt eigentlich das Piratensäbel haben. Plus 1 bitte. Nee, das ist auf jeden Fall nicht. Das ist eine Schöpfkelle, wirklich eine Waffe. Oh, verwandelt 30% des Schadens in Gold. Aber wenn ich mal Gold sammeln möchte. Ich kann ja auch Waffen kaufen, ne? Muss sie ja nicht verbessern. Ich. Für die ganzen Dolchträger wäre das eigentlich, ich kann auch mal verkaufen gehen. Kupferschwert ist ganz schön viel wert. Nicht zum Kampf geeignet, kein Attribut. Das ist wahrscheinlich eher zum Verkaufen gedacht, denke ich jetzt einfach mal. Aus Kupfer, ja, hier steht ja auch richtig was drauf. Kupferschwert, aus Kupfer gefertigtes wertvolles Schmuckschwert. Mann, ich weiß aber nicht, ob ich sowas verkaufen sollte.
Oh man, für alles Gnomenkupfer. Ich habe nur noch eins. Ich will nochmal die Heldenrüstung von Dagran upgraden. Das finde ich auch cool, dass die sich optisch auf jeden Fall verändert. Mal gucken, wie er jetzt aussieht. Na, vielleicht hätte ich doch die andere ausgerüstet lassen sollen. Ich meine, die kann er auch auf jeden Fall tragen, definitiv. Ach, die Hose hätte ich gerne noch getauscht. Kann ich dann eigentlich auch Rüstung kaufen? Bis jetzt habe ich da noch nicht so gesehen, ne? Zimmer der Händlerin. Hallo. Ne, hier kann man anscheinend nur Waffen kaufen. Magierdolch. Das wäre auf jeden Fall für Yurik, Mirania und Lowell echt eine gute Investition. Ach, wahrscheinlich war das jetzt nicht so klug für... Wahrscheinlich war das nicht so eine gute Idee, das für alle zu kaufen. Aber ich finde, die haben jetzt auch mal verdient, eine bessere Waffe zu kriegen. Super duper. Ach ja, wir können jetzt ja nochmal den einen Quest abgeben. Lalalala. Hast du sie mal sehen? Ja, vier Engelshaare. Nimm das hier als Dank. Skandalöse Bleichfarbe. Färb einfach dein Oberteil damit, dann öffnet sich ganz neuer Horizont. Ich bin meistens in der Straße der Handwerker. Bleichmittel heißt ja eigentlich weiß, oder? Transparent-Items. Im Farbmenü kannst du deine Ausrüstung nun unsichtbar. Also ganz ehrlich, was ist das denn für ein Schmuddel? Warte, ich muss das... Unsichtbar. Warum sollte ich das machen? Ist das Fanservice oder... Warum sollte ich das... Rückgängig bitte. Ach. Naja, gut. Wir machen das auf jeden Fall nicht transparent. Und kommt jetzt mir auch gar nicht, dass ich das mal bei den Frauen ausprobiere. Das mache ich nicht. So. Ich will nochmal hier rein und gucken einfach mal, was, wie das so ist mit mit Waffenverbesserung. Was braucht man denn dafür? Nur Kohle? Blutmond. Blutmond. Ich habe sogar eine geile neue Waffe bekommen. Wollen wir gleich mal ausrüsten hier. Und die ist sogar besser als die plus 2. Edle Klinge des Ostens nach alter Tradition geschmiedet. Ja, her damit. Ich meine, Magie ist jetzt für Sale nicht ganz so wichtig. Auch gleich mal aufrüsten. Kostet 200. Auch nicht die Welt. So, dann bin ich mal gespannt, was mit den Magierdolchen los ist. 200 je. Komm, ich habe ja Money. Money, das ist kein Problem. Hier brauche ich eine Silphensehne für. Ich kann jetzt auch mal die Dolche verkaufen.
wert. Ja, ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist, die aufzubewahren. Nee, das verkaufe ich auf keinen Fall. Okay. Na, 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 na. 200, 200, 600, das ist doch schon teurer hier. So. Und dann lassen wir es erstmal so. Gut, gut, gut. Und ja, dann werden wir die Folge hier beenden und sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Ich bedanke mich fürs Zugucken. Bis dann und ciao.